herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir befinden uns hier gerade auf Sylt. Das ist unser erster Tag. Wir sind gerade angekommen. Wie wir hier angekommen sind, habe ich alles auf Insta-Stories gezeigt. Jetzt nicht hier in diesem Vlog. Im Moment macht mir Insta-Stories richtig viel Spaß. Ja, und das hier ist unsere Ferienwohnung. Die ist total schnuckelig und niedlich. Wir sind gerade, wie gesagt, eingezogen. Diese Ferienwohnung haben wir über die Apartmentvermittlung Pirko Schmidt gefunden und das hier ist das Haus Nilön und die Wohnung Düne. Ich werde nicht gesponsert, aber da ihr immer fragt, wie die Ferienwohnungen heißen, habe ich mir gedacht, sage ich es direkt mal am Anfang. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es hier ausschaut. Hier haben wir ein kleines, aber feines Bad. Für uns zwei absolut ausreichend und wirklich auch sehr hübsch. Da ist der Eiki. Hallo Eik. Hier ist der Eingang direkt neben dem Bad, eine Garderobe. Und hier kommt man direkt ins, ja, in die Wohnküche sozusagen. Hier haben wir die Küche mit einer kleinen Bar. So schaut es dann hier aus. Alles dabei, was man so braucht. Dann haben wir hier eine relativ große Terrasse. Die hat Eiko auch gerade schon erkundet. Ja, er kann natürlich hier drüber springen und hat sich dann gerade mal ein bisschen selbstständig gemacht. Deswegen darf Eiki alleine nicht mehr raus. Und hier haben wir dann das Wohnzimmer. Total hübsch gemacht. Sehr, sehr gemütlich. Und hier ist auch ein Hundebild. Und dann haben wir hier unser Schlafzimmer. Und das finde ich auch total schön eingerichtet. Wirklich richtig hübsch. Hier ist ein kleiner, aber feiner Kleiderschrank. Eiki ist noch ein bisschen aufgeregt. Aber grundsätzlich hat er die Hinfahrt echt total klasse gemeistert. Hat sich ganz ruhig verhalten. Wir waren schon auf der Hundeauslauffläche und sind mit Eiki eine ganze Runde gelaufen. Ach, und was ich euch auch noch zeigen möchte, ist, das hier haben wir hier vorgefunden. Also einmal für Herrchen und mich Giotto und ein Wein. Und für Eiki gibt es auch noch ein lecker Hundesnack. Wir werden jetzt mal auspacken und dann melde ich mich später. Frei, frei. Eiki, frei. Du darfst ans Meer. Ja, fein. Heute ist schon Tag 2 und wir haben noch relativ früh, ich glaube kurz nach 7. Herrchen ist jetzt gerade einmal ganz kurz mit Eiko rausgegangen und wenn wir gefrühstückt haben, dann gehen wir auch eine ganz große, lange Runde mit Eiko, also dann gehen wir wieder zum Strand. Jetzt wollte ich euch aber einmal zeigen, welche Schuhe ich mit habe, weil ihr mich immer wieder auf Instagram fragt, ob ich Gummistiefel mitnehme und wenn ja, welche. Und ich kann euch sagen, ich habe nur Gummistiefel mit. Hier steht quasi alles, was wir dabei haben. Wobei mein Freund jetzt gerade ein paar Sneakers anhat, mit dem er unterwegs ist. Also ich habe hier zum einen die Aigle Macadam. Ich hoffe, dass man das so ausspricht. Die hatte ich auch auf der Hinfahrt an. Das Einzige, was wirklich total schade ist bei diesen Schuhen, ist, dass dieses Riemchen hier sich immer während des Laufens einmal komplett um den Schuh dreht. Dann habe ich diese hier dabei. Die muss ich unbedingt mal putzen. Das sind die Aigle Juliette Botillon. Die hier kann man auch super anziehen, einfach wenn man mal in die City geht oder wenn wir essen gehen oder so, weil ich finde, die fallen jetzt nicht unbedingt als Gummistiefel auf oder zumindest nicht sofort. Und dann haben wir unsere Aigle Parcours 2 ISO aus dem Winterschlaf geweckt. Also das hier sind die von meinem Freund in Schwarz und das hier sind meine in Oliv oder Khaki heißt die Farbe, glaube ich. Wir sind jetzt in Sylt und ich habe diese Frisbee dabei. Eiko ist total gallig darauf. Sit. Und ich werde jetzt mal versuchen, sie zu werfen mit links. Okay, das war nicht so super weit, aber Eiko ist trotzdem glücklich. Wie ihr gesehen habt, haben wir Eiko gerade vorm Futterhaus in diesem SB-Waschautomaten
versucht zu waschen. Ja, es hat uns jetzt insgesamt 2 Euro gekostet. Also ich habe jetzt 3-mal nachgelegt. Ich habe es erst mit 50 Cent probiert. Wir haben 2,50 Euro bezahlt insgesamt. Genau, ich habe erst 50 Cent reingeschmissen, aber dann war das Wasser wirklich gefühlt nur ein paar Sekunden an. Und dann noch 2-mal 1 Euro nachgeworfen, damit Alkohol wirklich sauber wird. Das Problem ist, unsere Dusche in der Ferienwohnung ist so klein, dass ich nicht glaube, dass wir Alkohol da adäquat hineinbekommen. Naja, ich war jetzt auch noch im Futterhaus drin und habe ein paar Leckerlis besorgt. Und zwar einmal diese leckeren Putenstückchen. Auf die fährt Eiko total ab. Wir haben Wildfrittis gehabt von Keksdieb. Die sind auch super bei Eiko angekommen. Die gab es jetzt aber im Futterhaus nicht. Aber diese hier eben von Pauls Beute. Ich denke, die werden genauso gut ankommen. Außerdem habe ich von Rinti dieses Vorteilspack hier eingepackt. Da sind jetzt 3-mal 100 Gramm drin, also 300 Gramm. Einfach so Hähnchenstückchen. Die sind auch ohne Zuckerzusätze oder sonstige Zusätze. Und deswegen habe ich die hier jetzt noch mitgenommen. Und einfach so zum Kauen habe ich Strauß-Dinkel-Cracker, 4 Stück, eingepackt. Die, ich zeige euch das mal so, das sind quasi Hundebrote, wenn man das so sagen möchte. Und da hat Eiko einfach länger was von, weil er daran lange kauen kann. Wir sind heute mal wieder in List geblieben und zwar das ist der letzte Parkplatz vor dieser Ellenbogenmaut sozusagen. Ja, hier sind ein paar Menschen, nicht viele, aber ein paar. Aber hier ist es doch echt sehr weitläufig und vor allen Dingen kann man eben von hier aus auch dann umsonst, zumindest in der Nebensaison, zum Ellenbogen laufen, weil jetzt zahlt man halt für den Parkplatz keine Gebühren. Da unten seht ihr Eiko mit Herrchen. Ich werde jetzt auch mal runtergehen zu Herrchen und Eiki. Die laufen nämlich hier gerade ganz alleine. Morgenfussel. Hi. Hast du heute schon richtig arg gezockt? Ja, mit Noah, einem 5 Monate alten Labrador? Ich möchte euch kurz einmal mein kleines Gummistiefel-Desaster erzählen. Ich habe euch ja gezeigt, welche Schuhe ich alle dabei habe. Und am Montag hatte ich die Aigle Parcours ISO 2 an. So wie letztes Jahr im Winter eigentlich auch fast jeden Tag. Aber meine Füße müssen sich anscheinend erst wieder an die Schuhe gewöhnen, denn ich habe Mordsblasen bekommen. Also wirklich, das geht gar nicht. Ich kann sie jetzt überhaupt nicht anziehen, weil die Füße erstmal verheilen müssen. Keine Ahnung warum. Ich habe das letztes Jahr überhaupt nicht gehabt. Und jetzt auf einmal. Jetzt habe ich halt die meiste Zeit eigentlich die hier an. Die Aigle Macadam. Ich habe jetzt die Schnallen abgemacht, weil die, wie gesagt, sich immer um den Fuß gedreht haben und mich das irgendwann total gestört hat. Der zweite Punkt, was bei diesen Schuhen hier etwas schade ist, ist, dass sie meine Strumpfhosen kaputt machen, weil hier der Rand relativ fest ist. Also das ist sehr kratzig. Dadurch bekomme ich dann immer hier am Bein quasi einmal so rundherum so eine aufgeraute Stelle am Fuß. Deswegen muss ich hier immer erhöhte Socken drin tragen. Ich habe ja noch die Hunter-Bootsocken. Für Gummistiefel, die ziehe ich dann immer an. Oder ich nehme Socken, die etwas höher geschnitten sind, dass sie dann eben ja hier drüber gehen. Ansonsten sind die einfach mega bequem und die besten Schuhe zum Laufen überhaupt. Ja, so viel mal zu meinen Gummistiefeln. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Parcours 2 los ist, warum mein Fuß auf einmal nicht mehr damit so gut zurechtkommt. Sehr schade, weil die natürlich super sind für den Sand und das Meer. Wir haben uns jetzt noch nicht entschlossen, wo wir hinfahren möchten heute. Wir überlegen noch, vielleicht zur Braderupper Heide oder eine Sylterin hat uns auch noch einen schönen Weg hier auf List verraten. Aber bisher waren wir halt nur in List unterwegs und naja,
Aber Liz kennen wir halt auch noch gar nicht so gut und deswegen ist das eigentlich ganz schön. Bis auf den Ellenbogen haben wir hier noch nicht so wirklich viel gesehen bisher bei unseren anderen Urlauben. Von daher ist das ja eigentlich auch mal ganz cool. Wir haben uns nun für Hörnum entschieden. Und zwar für den Wanderstrandparkplatz zwischen Hörnum und Rantum. Aber heute ist hier echt relativ viel los. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch sehen könnt. Da hinten die ganzen Menschen, die kamen uns gerade schon alle entgegen. Da kommt der nächste, keine Ahnung, Kitesurfer oder so. Da läuft Aiki mit Herrchen und da hinten sind auch ganz viele Menschen. Wir haben heute Flut, das hatten wir hier auch noch nicht. Und es ist relativ warm heute. Ich habe heute nur meine Regenjacke an. Wir haben gerade schon ein bisschen mit der Frisbee gespielt und ich musste... Aiki? Nein, jetzt spielen wir nicht. Okay, wenn ich die Frisbee hochnehme, meint Aiki immer, dass wir spielen würden. Ja, mein Gummistiefel ist nass. Ich musste nämlich gerade schon einmal die Frisbee aus dem Meer retten, weil sonst wäre sie weggeschwommen, weil Aiki sie mit ins Meer genommen hat und zu döselig war, sie dann zu retten, weil er Angst vor der Welle bekommen hat. Naja, wir laufen jetzt hier erstmal noch eine ganze Weile geradeaus. Aiki bleibt erstmal an der Schleppleine, weil hier zu viel los ist. Und dann schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Hallo, wir haben mittlerweile schon 3:45 und wir sind auf dem Weg zur Hundeauslauffläche, damit Aiki noch ein bisschen Kontakt mit Gleichgesinnten bekommt, denn auf unseren Wanderungen am Meer treffen wir eigentlich so gut wie gar keine Hunde, das ist richtig schade. Und ich möchte noch ins Quartier 39 gehen, das ist ein Hundeladen in Tinnum, glaube ich. Ja, da bin ich jetzt schon so oft dran vorbeigefahren und ich wollte auch schon mal da rein, da hatte der Laden aber geschlossen und heute hat er aber offen und ich freue mich schon. Ich möchte Aiko eigentlich einen Bademantel kaufen, einen neuen, einen, der unterm Bauch zugeht. Mal schauen, ob ich da fündig werde. Wir sind auf der Hundeauslauffläche. Der Aiki ist gerade ins Gebüsch verschwunden, wahrscheinlich weil er ein Geschäft machen will. Aber so richtig gezockt wird hier heute irgendwie nicht. Also keiner der Hunde hat so richtig Lust zu spielen, die sind alle irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Ja, schade für Aiki, aber er akzeptiert das. Leute, warum haben eigentlich immer alle besonderen Hundeläden geschlossen, wenn ich sie besuchen möchte? Auch dieser Laden hat heute geschlossen. Der Grund ist nicht so schön wegen einem Trauerfall, also unser Beileid. Wir kommen dann ein anderes Mal wieder. Tschüss. Und wir haben uns heute für den Ellenbogen ganz spontan entschieden. Wir wollten sowieso gerne in List bleiben, aber wegen diesem wundervollen Wetter haben wir dann gesagt, das ist ausgezeichnet für den Ellenbogen. Und hier laufen wir jetzt auch schon eine ganze Weile und es sind eigentlich so gut wie gar keine Menschen hier. Wir sind ein paar Menschen begegnet, aber jetzt schon länger nicht mehr. Aiko ist heute irgendwie total angeknipst, also der rennt hier rum wie so ein angestochenes Wildschwein. Ab und an geht er auch mal ins Wasser, allerdings möchte ich das hier nur mit Schleppleine, weil es mir sonst zu gefährlich ist, aufgrund der Strömung. Nachher wollen wir dann mal durch List laufen und zum nördlichsten Gosch in ganz Deutschland gehen und dort ein bisschen was essen. Die letzten Tage haben wir auch viel gekocht, bis auf einmal, da haben wir uns Pizza gekauft. Aber ansonsten haben wir eigentlich die letzten Tage nur Nudeln gehabt. Jetzt wird es mal Zeit für ein bisschen was anderes Schmackhaftes.
Hallo, guten Morgen. Heute ist schon wieder ein neuer Tag und zwar unser letzter kompletter Urlaubstag hier auf Sylt. Da hinten seht ihr den Aiki und der hat uns gestern echt Sorgen gemacht. Ignoriert bitte, dass wir unser Bett noch nicht gemacht haben. Also gestern waren wir ja wirklich super lange am Ellenbogen spazieren und Aiki war immer mal wieder im Meer schwimmen. Er hatte richtig, richtig viel Spaß. Okay, und dann haben wir uns gedacht, wenn Aiki doch jetzt so ausgepowert ist, dann können wir auch ruhigen Gewissens das Haus verlassen, Aiki alleine lassen und essen gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Das Essen war auch richtig lecker. Ja, wir waren so gut eine Stunde ungefähr weg. Als wir wiederkamen, haben wir direkt einen Schrecken bekommen, denn hier war alles nass. Aiki hatte sich übergeben. Man konnte es, also es war ein bisschen schleimig. Es war definitiv kein Pipi. Es war halt ein bisschen schleimiger und ein paar Leckerli-Brocken waren noch drin. Ansonsten aber ganz klar, Entschuldigung für die Details. Naja, auf jeden Fall, Aiki saß hier total bedröppelt, hat so den Kopf eingezogen und dem war das total unangenehm. Ich bin dann direkt mit ihm rausgegangen. Draußen hat er auch mehrmals Pipi gemacht. Also er hat wahrscheinlich super viel Meerwasser getrunken beim Schwimmen und danach hat er auch hier ganz lange aus dem Napf getrunken. Also eigentlich hätten wir es wissen müssen. Ich hatte natürlich ein total schlechtes Gewissen auch, weil Aiki mir total leid tat. Das muss super blöd gewesen sein, sich im eigenen Nest sozusagen übergeben zu müssen, ohne dass hier irgendwer ist, der ihm helfen kann. Aber heute ist alles wieder gut. Aiki ist noch ein bisschen schlapp, finde ich. Und deswegen werden wir es heute etwas ruhiger angehen lassen. Übrigens haben Herrchen und ich heute Jahrestag und deswegen gehen wir auch heute Abend wieder essen. Allerdings nehmen wir da Aiko mit. Also und irgendwie ist das der Urlaub, wo ich den meisten Struggle mit meinen Gummistiefeln habe. Jetzt habe ich gestern diesen Pinöppel hier hinten verloren bei meinen Aigle Miss Juliette. Total schade, ich habe keine Ahnung, wo der liegen könnte. Ich weiß es nicht. Total blöd. Und den zweiten hier, den bekomme ich irgendwie nicht ab. Der ist so gut festgemacht. Ziemlich viel Gummistiefel-Struggle und ich war irgendwie kurz davor, bei Stolz, so heißt hier, so eine Ladenkette im Norden, mir andere Gummistiefel zu kaufen. Die hat nämlich super viele Gummistiefel und so schöne. Aber ich habe es nicht gemacht, denn ich habe mir ja selber ein Gummistiefel-Kaufverbot für ein halbes Jahr auferlegt. Das halbe Jahr ist dann im Januar um. Dann habe ich auf der Internetseite bei Quartier 39, dieser tolle Hundeladen, gesehen, dass sie auch so viele Gummistiefel haben. Schwierig. Haben wir uns dann letztendlich für die Braderupper Heide entschieden, hier einfach ein bisschen entlang zu wandern. Das kurze Stückchen hier kann Aiki ins Wasser gehen. Wir haben jetzt leider die falsche Leine mitgenommen. Eigentlich wäre die Schleppleine dafür besser geeignet. Jetzt muss man nachher mal die Flex wieder sauber machen, also vom Salzwasser befreien. Aber Aiki hat auf jeden Fall Spaß. Ja, und jetzt gleich geht es hier oben weiter in der Heide. Aiki ist wieder total fit. Der blüht hier wieder total auf. Nur leider regnet es total, wie ihr seht. Deswegen mache ich die Kamera jetzt auch wieder aus. Ich versuche es übrigens nochmal mit meinem Aigle Parcours ISO 2. Bisher hat sich mein Fuß noch nicht beschwert. Und weil Aiki das alles so toll mitgemacht hat, gibt es jetzt zur Belohnung diesen Dinkelcracker. Naja, dieses Dinkelbrot, was auch immer. High five, Aiki. Prima. Lass es dir schmecken. Hallo Leute, wir sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Da seht ihr den Aiki. Aiki, Flaiki. Vielleicht noch mal ganz kurz zu gestern Abend. Der Abend ist dann gestern doch ein bisschen anders verlaufen, als wir uns das Ganze vorgestellt hatten. Herrchens Hose ist geplatzt und zwar an einer sehr ungünstigen Stelle, sodass wir schon Schwierigkeiten gehabt hätten, einen geeigneten Stuhl im Restaurant zu finden. Dann waren auch noch alle guten Tische besetzt, sodass wir hätten an einen Stehtisch, quasi an so einen hohen Tisch, hätten essen müssen. Das wollten wir dann nicht. Und dann haben wir uns wieder, haben wir Pizza bestellt und die abgeholt. Und haben das Ganze dann, also unseren Jahrestag in der Ferienwohnung gefeiert, war aber auch sehr schön. Naja, jetzt sind wir wieder zu Hause. Aiki hat sich sehr gefreut. Wir sind relativ fertig, weil die Fahrt sehr lang war, also die Rückfahrt, weil wir recht viel im Stau standen. Das war also jetzt mal wieder unser Sylt-Urlaubsblock.
diesmal sehr nordlastig. Also wir waren sehr viel in List und um List herum unterwegs. Wenn euch interessiert, was man sonst noch so auf Sylt erleben kann mit seinem Hund, dann werde ich euch einfach mal in die Infobox und oben im i weitere Vlogs von uns verlinken, weil wir waren ja jetzt schon häufiger auf Sylt und da erfahrt ihr dann auch mehr zu Sylt. Ich habe auch mal ein Infovideo, also ein komplettes Infovideo zu Sylt gemacht, und zwar Urlaub mit Hund auf Sylt. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und da erfahrt ihr dann auf jeden Fall noch weitere wissenswerte Dinge zu Sylt und zum Thema Sylt mit Hund. Würdest du nicht auch noch mal Tschüss sagen? Eiki, jetzt ist Herrchen abgehauen. Eiki. Okay, Eiki hat keinen Bock. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Also meine Lieben, macht's gut. Bis bald. Tschüss.